Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge oder zum nächsten Tag. Let's Play. Das wird hell. Let's Play Daisy Origins. Das ist unser kleines Bautagebuch und wir sind. Wir sind jetzt hier auf einem anderen Server. Den ihr aber auch rausfinden könnt, theoretisch, aber den ich jetzt nicht sagen werde. Ram, sag bitte Bescheid, wenn du weiterläufst. Stimmt. Ram ist nämlich auch mit dabei, sonst gerade keiner. Und zwar, unser alter Server ist down gegangen. Wir haben ja mit Markus gespielt ein bisschen und der Server wird auch nicht wieder auf den Stand zurückgesetzt, den er mal hatte. Deshalb haben wir jetzt hier angefangen, haben auch hier schon ein Haus fertig, aber ich werde mit meinem Haus noch weitermachen. Also wir bleiben halt mit dem Haus bauen, da stehen, wo wir aufgehört haben. Und dafür gibt es jetzt mal so eine kleine Special-Folge, die natürlich auch richtig fail werden könnte, theoretisch. Und zwar wollen wir jetzt auch mal einfach mal Loot-Spot raiden gehen. Zu zweit. Wir haben gestern ein bisschen Waffen gefarmt. Ich habe hier so eine schöne SA. ACOG kennt man irgendwoher, ne? Und Ram hat eine. Zu lang der Name. Alter, wie hell wird denn das jetzt hier? Ja, ich wäre auch gerne jetzt eigentlich im Dunkeln gelaufen, ganz ehrlich. Du hast ein Ghillie an, ich habe eine Penismütze. Ich habe ein M4A3 ACOG GL. Ja, das ist genau die ich im Rucksack habe. Ja, wir haben mit Nobi Dwarf Waffen gefarmt und da findet man so viele geile Waffen, das ist echt krass. Wobei so richtig außergewöhnliche Waffen, so Spezialistenwaffen sind eigentlich nicht meine, nur so Assault Rifles. Ja, halt die Saw noch, ne? Ja, die Saw und die SVD, mehr haben wir nicht gefunden, also normale SVD. Mehr an Special Forces Waffen haben wir nicht gefunden, sonst halt nur M4s und AKs. Und Makarov SDs. Was ist denn da oben? Achso, ne, das ist aus wie eine Mauer. Die Frage ist halt bei meinem Visier. Mein Visier hat keine Bezeichnung, also keine Meterzahlen, das ist das Problem. Kann mal runterstellen, sonst sehe ich nichts. Boah, ich hab's auf meinem Rechner eigentlich immer auf irgendwie so 1, irgendwas, also 1,3 oder so. Aber momentan nervt mich gerade auch ein bisschen. Warte mal kurz. Ja. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ah, okay. So. Ist zu steil. Ach ja, ach ja. Hier oben können wir schon kämpfen. Wir haben auch gerade ein Camp gesehen, das genau neben uns aufgeschlagen hat. Witzigerweise im Wald, obwohl wir das nicht mal 20 Meter neben dem Baum bauen dürfen. Yep. Das Gewitter, ey, crazy shit. Ah, das ist die Burg, ich wollte gerade sagen, da ist was. Aber es war Badewanne scheint sie mitgenommen zu haben. Ja, wir haben hier heute ein SUV geklaut, der uns wieder geklaut wurde mittlerweile. Nee, Badewanne steht noch. Das war außerhalb der Aufnahme. Und genau den suchen wir jetzt auch. Also wir wissen, wo das Lager ist von den Leuten, die hier gerade noch online sind auf dem Server. Aber dafür müssen wir über die Brücke. Das würde sehr lange dauern. Moment. Gar nichts drin. Komisch. Wo bist du hingelaufen? Ach da. Ja, ich muss ihn aufnehmen, da sind wir wieder. 24 Stunden Disconnect. Das ist schon was Blödes, aber passiert. Gut. Wir haben gerade die Koordinaten erfahren, wo wir nicht hinlaufen werden, was eigentlich in der Nähe ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Was ist hier in der Nähe? Ja. Meinst du? Ja, ziemlich nah dran sogar. Das sind, keine Ahnung, 1500 Meter oder so. So, YOLO. Nein, ich will es nicht sagen. Kann gar nicht sein. 197? 67, ja. Oder? Und wir sind 290. Das... Nee, 240 sind wir. Oder? Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auf dieser Insel. Ich bin gleich bei der Kirche. Welche Insel? Auf dieser Insel.
Sicher? Ja. Nicht auf der anderen? Ja, ist auf dieser hier. Ich lauf mal das in die Holzscheune rein, ne? Warum laufen wir zu Fuß? Weil wir ein bisschen Action wollen. Und die gibt's einfach mal Fahrzeuge sind nicht. auffällig. Ja, im Lass Fa uns ein Fahrzeug benutzen. besonders im V3S wäre es ein bisschen auffällig. Es ist ein bisschen sehr laut, ja. Hauptsache, hier sind drei Pläne gespawnt. Bandit Level 1. Hero Level 1. Und Bandit Level 1. Oh, Gromgor, hat das nicht so gut funktioniert? Der mit uns geschrieben? We Anno. PKT2, was ist das denn? Ich muss mal pingen. Ich lege mich jetzt mal vorne hin. Im Haus. Ja, wo bist du? Dann ist ein Industriegebäude. Nein, nein, ich bin gerade hier in so einem Haus. Bis gleich. Jo, alles klar. Du musst dich euch kurz alleine unterhalten. Und deshalb trinken wir mal ganz kurz was. Weil mein Charakter hat Durst, habe ich gehört. Nee, eigentlich nicht, aber jetzt, wo man schon mal hier ist, dann kann man die Wasserflasche mal wieder auffüllen. So. Ja, wir gehen mal einfach irgendwo mal, bis Raum wieder da ist, hier rein und gucken uns das Ganze von oben an. By the way, Magic. So. Das kann ich lesen. Aber wahrscheinlich heißt es Novidor, weil wir hier in Novidor sind. Man kann hier schon auf die Straße halten, theoretisch. So, hier. Wenn da jemand ein Auto abstellt, kann man das im Liegen auch. Ne, na gut, war ein bisschen. Bisschen krass dann doch. Aber wenn man jetzt hier so. Könnte man da ein bisschen Autotank so richtig schön reinballern da. Oder man könnte. Ja, halt. Oder die Straße dicht machen mit zwei Leuten. Einer in die andere Richtung, einer in die hier. Naja. Mal mein Gear so durchgucken. Alter Vater, nicht gut. Makarov auf SD, jede Menge Magazine. Da gehen auch die normalen Makarov auf Magazine für, deshalb. Dann eine SA-58V mit AROG-Visier, drei Magazine dabei. Im Rucksack habe ich vergessen, leider, dass ich die M4ACO GGL noch habe. Ja, und ein bisschen Zeugs. Wo liegen Sie, Sir Deathwing? Ich bin in einem Haus. Einem Haus? Und zwar so eins, wo man hochklettern kann und wo oben kein Loot spawnt. Einem Pub, also. Nein, wo oben kein Loot spawnt. Bin Wo raus. oben kein Loot spawnt. Bin rausgelaufen. Bin, glaube ich, auch in dem Haus gerade. Oder? Nö, dort. Ne, sind es auch zwei davon nebenbei. Keine Ahnung, wo du bist. Komm auf die Hauptstraße. Bin ich. Bist du nicht? Doch, bin ich. Ich sehe dich sogar. Ich könnte dich töten. Echt? Der Zombie will's aber vorher machen. Will er dich hardcore penetrieren? Ein wenig. Erstmal gegen das Holz laufen hier. Run, Fatboy, run. Bin ich fett? Nur schwere Knochen. Das weiß ich nicht von dir. Hallo Zombie. Das war knapp. So, wo ist denn jetzt? Da ist irgend so ein ganz fetter weißer Punkt. Lol. So, was auch immer der Punkt gehört. Aber gut. Rennen, 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 rennen. Ich habe keinen Bock hier zu looten, weil hier eine Scheiße spawnt und das ein Industrie-Loot-Spawn ist. Wenn noch nichts gespawnt ist, Warum auch kannst du immer, wieder obwohl wir die rausgehen. Chunks schon vorhin aktiviert haben, eigentlich. Den hinteren Ausgang und dann gehen wir hier raus am besten. Und ich höre jetzt auf zu singen, denn das kommt nicht gut. Du hast gesungen? Dun, 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 I don't dun, think so.
Denk So. dran, wenn du die Beine brichst, ich bin der Stärkere. Diesmal habe ich Morphin dabei. Diesmal hast du Morphin dabei. Du hast vorgesorgt diesmal. Ja. Ja, zweimal sogar. Dass du wieder gegen meine starke Schulter rennst. Ja, mein Daisy-Charakter hat Glasknochen, tut mir leid. Boah, das ist eine krasse Krankheit, ne? Wenn ich. Oh, Zombie. Das wünsche ich mir auch Ich habe nicht. letztens erst überhaupt irgendwas im Fernsehen gesehen mit so einer Tussi, die Glasknochenkrankheit hat, irgendwie. Die geht immer in die Disco und schleppt die Kerle ab, weil die irgendwie auf Behinderte stehen oder so. Keine Ahnung. Warum nicht? Jedem sein Macht sich halt Fetisch. auch an jedem ran und sonstiges. Und jeder, der da schon was getroffen hat, ja, warum nicht? Ne? Warum nicht? Warum nicht, ja? Warte mal kurz. Ach, hier sind wir. Genau da sind wir. Wir haben unsere Basis etwas woanders aufgebaut, weil die schon eine war. Weil hier hatten wir unsere alte Basis da vorne, etwas weiter. Nein. Auf dem anderen Das Server. sieht hier zwar gleich aus, aber das ist es nicht. Oh, echt nicht? Auf gar keinen Fall. Ach, das ist der See hier, oder was? Oder ist das Meer? Du hast echte Orientierung wie ein Kamel. Haben Kamele so schlechte Orientierung? Weiß ich nicht. Da hockt immer so ein komisches Vieh hin auf dem Buckel drauf. Meistens. Was bei mir? Beim Kamel. Achso, was hockt denn da drauf? Das Komische ist halt. Ja, Ram und sein Fetisch. Was? Fetisch? Was? Quatsch! Ja, du magst doch Kamele, oder nicht? Auf jeden Fall. Ja, er steht auf Höcker. Auf jeden Fall. Ja, kennt man. Weibliche Höcke. Ja, teils, teils. Nein, du stehst auf die Und Überraschung, ne? besonders bei Frauen, die vorne große Höcke haben. Ja, hinten wäre auch ein bisschen komisch, ne? Also die Aber Putzfrau bei uns an der Schule damals, die hat eine normale Figur gehabt, aber der Arsch hättest du eine Dose Cola drauf abstellen können. So stand er ab. das ist krass. Ja, ich hatte immer so eine in der Klasse. Der Name Also ich jetzt nicht auch, sagen werde. keine Ahnung, extremst breiter Arsch und extremst, kann man es schon tief sagen? What the fuck? Hast du mal ausgetestet oder was? Nein, aber der hätte es halt einfach mal sehen sollen. Ja, also komisch die Form auf jeden Fall. Nice. Airfield. Jo, da ist man richtig. Oh, der Zombie da vorne. Ich kenne die Tannen hier vorne. Dann guck mal ein bisschen das Airfield an. Schlecht. Das hat immer noch Originalzustand, die Dings, die. Und ich glaube, die sind auf der anderen Insel, Kilian. Ich kann es dir nicht sagen. Bei Nishina oder so, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall da hinten irgendwo. Ich werde müde. Also auf der anderen Insel auf jeden Fall. Logisch. Okay. Tom ist gespawnt, wo bist du? An so einer kleinen Tanne vorne, die ich nicht so gerne mag. Deswegen springe ich gerade wieder zurück. Muss aufpassen, Tom ist dazwischen. Wie Ami sagen will. Ach Gott. Ja. Wo bist du? Es ist schon spät. Ein bisschen, ne? Hier am Dings da und so. Da am Hochstand bin ich noch. Ist gehört? Ja. Ich glaube, ich könnte ein bisschen um. Vielleicht BAM! Headshot. Wo bist denn du jetzt? Ich stehe hier doch. Hier doch. Hier ist gut. Ich
gibt mir ganz ein paar verräterische weiße Punkte. Komm einfach mal zum Hochstand jetzt. Ist doch irgendwas. Ja, bin fast daneben, eigentlich. Ja, man sieht dich schon. Ich hab dich jetzt nicht gesehen, weil du vor der Tonne standst. Hier. Komm her, wir müssen hier lang. Okay, was fällt denn jetzt eigentlich vor? Das geht nicht mit Scheißdingern an. Du mich auch, ey. Kannst dein Display alleine machen hier. Echt mal. Echt mal. Ich mach einen Vote-Kick auf RAM. So, ich suche einen neuen DayZ-Mitspieler. Wenn ihr etwa 20 seid, gern DayZ spielt, aus Hessen kommt, eine tiefe Stimme habt, RAM heißt, im Real Life Kai heißt, dann aus der Nähe von Darmstadt kommt, dann... Ja, und wie groß bist du eigentlich? 1,86 Meter. Und 1,86 Meter groß seid, dann meldet euch am besten bei mir. Oh. Ja. Ich bin 1,91 oder so. Du bist nicht größer als ich. Spuck ich dir auf die Nase, ganz einfach. Ja, das finde ich aber mehr so witzig. Matt ist so gefühlte 1,11. 1,50. Aber du sahst auf dem Bild dann auch nicht gerade groß aus, irgendwie. Ja, da liegt ja meine verkrüppelten Sitzhaltung, das ist echt so. Aber ich war ja da, ich war der zweitgrößte da. Nur noch Nobody ist größer als ich. Und der auch nur 1 oder 2 Zentimeter. Und höhentechnisch natürlich auch. Ach nein, Spaß. So. Das letzte Foto von dir, das war echt ziemlich strange. Irgendwie. Das war ja gewollt. Man konnte dir halt total in die Nase und nein gucken. Man konnte jedes einzelne Haar zählen. Ja, wo du drauf zu achten, war ein bisschen Angst, aber gut. Ey, das war leider zu was heißt leider? Es war zu verschwommen. Leider nicht, aber es war zu verschwommen. Reite dich selber tiefer rein, das ist in Ordnung. Ja. Nasenhaarfetisch. Wollte ich halt sagen. Wollte wieder bei jedem sein Fetisch werden. Ach ja, na gut, weil wir haben auch schon mal eine andere Lazy-Aufnahme, die ich leider nicht veröffentlicht habe, weil sie ziemlich langweilig war, herausgefunden, warum, für was alles RAM sein Ding in 180 Grad heißes Fett halten würde. Eigentlich, das war damals sogar die Aussage, dass DayZ der adrenalinreichste Shooter ist, den es gibt. Wobei man, wenn man Shooter überhaupt sagen kann, aber auf jeden Fall im Vergleich zu Battlefield oder Call of Duty oder sowas. Call of Duty ist aber nur noch Bababam und... Ja, nein, du musst anders. Du musst die Reaktion als Call of Duty-Spieler nehmen. Du musst abgeschossen werden. Ja, genau! Weißt du? Also du. Ja, genau, deshalb ja. Ja, genau, ich hab keinen Bock mehr. Ja, genau. So sieht das nee, aus. Nee, aber so der Call of Duty-Spieler-Durchschnitt, der ist so circa 8 Jahre alt, schätze ich mal. Können wir hier gleich mal? Ne, können wir nicht, weil der in der Straße ist. Krötenwanderung. Mein Katerchen nervt ein bisschen, deshalb. Ich müsste den gleich mal füttern. Na, dann hau mal rein. Moment, mach ich kurz. Warte. Alles klar. Hast jetzt schön einen Stift auf den Tisch geschmissen? Ich habe vor mir auf diese bewegliche Schreibtisch-Ausfahr-Dings meine Tastatur draufgeschlagen. Neben die Tastatur, genau. Noch ja, renn rüber, Meter. Genau. Ja, Krötenwanderung. Ja, dann, nee, warte, dann hier komm, safe. Wettlich bin erster drüben. Quark. Bam, Volley nehmen, ey, im Lauf. Und Splatter-Effekt, ne, Kopf ist weg, ey. Das hat sich gereimt, ich soll Dripper werden. Auf jeden Fall. Ich werde dann so einer wie Dieter Griffin. Nennt sich dann 10 Pfennig. Nein, Mann. Ne, MC 10 Pfennig. Oh, Alter, fang nicht mit dem an. Also mit, nicht mit MC Fitty, meine ich jetzt. Schon mal MC Fitty gehört? Was soll das sein? Ja, ist gut so, dass du es nicht kennst. Fitte. Jetzt schon total bekloppt dann. Ja, der macht so Musik, die, weißt du, der hat seine in sehr in den meisten von seinen Liedern ist seine Stimme mit diesem Autotune aufgeputscht, weißt du?
Ja. Und dadurch